Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Need for Speed Underground 2. Wisst ihr, was ich richtig krass finde? Dass das Spiel noch nicht abgestürzt ist. Ich musste das nicht nochmal laden immer. Das ist krass. Sage ich mal ganz ehrlich. Weil immer zwischen den Parts muss ich das ja... Muss ich ja bei dem Spiel auf Windows wechseln, damit ich das ja so parten kann und alles. Und speichern kann. Also, ich sag mal, die Sprache und so muss ich speichern und das Video und die Soundspur muss ich halt speichern von dem Video. Und ist mir noch nie abgekackt, während ich das hier noch so in Pause gemacht habe. Ist schon geil. So. Und ich würde mal sagen... Entschuldigung. Ich war so begeistert, ich habe sogar vergessen, den Timer zu stellen. Ja. So. Jetzt läuft da. Sag mal. Da ist der Timer abgekackt. Was geht? Geht's jetzt? Jetzt geht's. Der Timer ist einfach mal abgekackt und ohne irgendwas zu wollen. Schön. Könnte kotzen. So. Halt! Da muss man rein. So, meine Süße. Meine richtig geile Süße. Zeig mir mal, dass du was drauf hast. Moment. Soll das ein Witz sein? Du brauchst einen Driftwagen, um hier mitzufahren. Wir schütten doch kein Öl auf die Strecke, damit dein Schrotthaufen ins Rutschen kommt. Geh lieber wieder nach Hause. Junge! Ja. Du hast es ja gerade vorgelesen, ne? Ja. Und? Was willst du mir, hä? Was will ich dir? Hier! Das will ich dir. Hey, 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 hey! Pack die Waffe weg. Ich soll die Waffe wegpacken? Obwohl du mich so provozierst mit dem scheiß verkackten Text. Hä? Ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Lass uns das Rennen fahren und dann sehen wir schon. Wer recht oder Unrecht hat. Ich werde es nochmal hören. Ich werde es nochmal hören, Junge. Mann, nimm mir die Wumme vom Kopf. Ist ja schon gut. Ich sage, ja, okay. Lass uns das Rennen genauso austragen, wie auch andere das austragen würden, wenn sie eine Waffe am Kopf haben würden. Du Vollidiot. Wieso Vollidiot? Du hast gesagt, ne? Du hast geprahlt mit deinen scheiß verkackten. Ja, du bist. Ich bin total besser, ich bin total imba und so. Weißt du? Du hast am angefangen. Ja, gut. Wenn du gewinnst, sag ich nichts mehr. Siehst du? Weißt du? Man muss erst mit Waffen ankommen, erst. Bei manchen Leuten ist es so beschissen einfach. Oh, ich könnte so kotzen gerade. Na gut. Los geht's. Ah, Mann, ey.
Ja, nicht Mann, eh. Ist einfach so. Frau überfahren. Autsch. Ach so, ich musste so, ups, ich musste so warten. Ich musste so warten, weil nein! Oh. Autsch. Hätte ich das gewusst, ne? Ne, warte mal. Ich mach das nochmal neu. Damit ich das weiß. Probe fahren. So. Autsch. So, jetzt habe ich ein bisschen. Ein bisschen Zeit hier. Oh. Oh, Alter. Das geht. Das geht allerdings hier. Nur richtig schön driften und so. Naja. Oh, wenn es schwierig ist hier. Ich krieg da schon hin hier. 5000. 1000. Ja, die Freunde haben schon gewettet, glaube ich. Stefans Freunde haben, glaube ich, schon gewettert hier. Was ich als Drift King kriege hier. Deswegen würde ich sagen, schämt euch. Mit meinem Können erstmal Handel treiben. Das ist scheiße. Ich weiß, dass ich gut driften kann. Da muss man aber keinen Handel mittreiben. Autsch. Boah, ich muss ja. Leute, ich muss hier erstmal wieder reinkommen hier. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen, glaube ich. Nein! Nee, Leute, ich muss hier erstmal wieder reinkommen. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen. Ich will erstmal sagen, Prost. Erstmal. So, erstmal die Frau überfahren und jetzt kann ich erstmal probieren. Wenn ich nichts sage, ne, bin ich am Driften. Ja, also. Weil dann bin ich in mein Element einfach. Autsch. Scheiße. Ne, wenn ich nichts sage, bin ich einmal in mein Element. Und zwar das Driften. Deswegen sag ich da nichts. Entschuldigung dafür. Wow. Oh, Alter, was knapp. Autsch. Mist.
Autsch. Mist. Oh, ich könnte so kotzen gerade. Autsch. Wenn ich ans Driften denke, ne? Warum muss ich an Jurassic World denken? Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht, warum ich an Jurassic World denken muss, wenn ich driften muss. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wow. Autsch. Habe ich gewonnen? Ja, habe ich. So 300 Rufpunkte. What the fuck? Krass. Krass. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe was getrunken. Ich habe das trotzdem gekriegt. Hey, das ist ein Tuning Shop. Willkommen im BMW Tuning Shop in Cold Harbor East. Du hast jetzt Zugriff auf Profi Tuning Upgrades für Leichtbau, Reifen und Bremsen. Das hört sich doch geil an. Langweiler fahren ein Auto von der Stange. Als König der Straße brauchst du das besondere. Reifen. Der Kontakt zum Asphalt ist äußerst wichtig, also kauf dir bessere Reifen. Oh yeah. Yokohama. Nein, 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 nein. Leichtbau. Speckst du deinen Wagen ab und hast mehr Topspeed. Oh yeah, Sparko. Erhöhe die Leistung deines Motors und bau dir einen Turbo. Turbo geht nicht. Okay. Ja, ich hab's schon verstanden. Ich verstehe auch schon, dass ich mein Auto wechseln muss. Zur Garage. Ich würde erstmal sagen, bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Und, ja. Zurück in den Explore-Modus. Wenn da nichts weiter ist zum Auftunen. Ja, dann würde ich mal sagen, leg mich am Arsch. Aber hier war ja noch ein Rennen, oder? Genau. Das machen wir doch. Mann, hat die Krüge überhaupt Sicherheitsgurte? Falls ja, solltest du die unbedingt anlegen, sonst fliegst du noch aus dem Fenster. Beim Street X geht's hart zur Sache. Krasse Querbeschleunigung und so. Junge, falls du aus dem Sitz fliegst, ne? Habe ich eine gute Auffangmutter. Habe ich eine gute Auffangmöglichkeit? Meine 9mm Kugel, die wird dich auffangen. Gerade in den Kopf. Ne? Auf jeden Fall. Ich meine nur, das ist einfach nur. Die reizen mich einfach nur, die Leute. Die reizen mich einfach nur, die Leute. Weißt du, da kannst du nicht anders.
Achso, Nitro kann man dann nicht geben. Das ist, gut. Ja, ja, kann ich verstehen. Autsch. Warte mal, ich mach das immer nochmal. Ich mach das immer nochmal. Weil wer vorne ist bei Street X. Wow. Junge! Alter. Nee. Schau ich nicht mehr. Deine ist zu weit vorne. Entschuldigung. So schaffe ich das. Entschuldigung. Oh, hier kein Nitro, Alter. Das ist so krank. Oh, ich bin hier hinten dran. Oh, scheiße. Ah, ich habe 4 Runden. Okay. 4 Runden habe ich noch. Also 3. Also 3 Runden habe ich noch. Da geht das. Nein! Mist. Oh Mann, die Pfeile haben... Ich und Pfeile, ne? Ich und Pfeile, ganz ehrlich. Ich und Pfeile einfach. Ne? Ich bin der schlechteste Pfeilleser ever. Bin trotzdem Erster. Krass. Bin trotzdem Erster. Obwohl ich scheiße Pfeile lesen kann einfach. Bin einfach nur scheiße im Pfeil lesen. Ja, toll. Bin trotzdem Zweiter jetzt gerade. Deine Mutter. Ja, es geht. Langsam geht's. Nein. Oh. Diese Pfeile können kosten bei den Pfeilen hier. Nein. Muss ich noch machen. Entschuldigung. Entschuldigung! Eigentlich geht das, aber... Ich habe auch schon was, ein bisschen was Intus getrunken so. Da muss man halt ein bisschen sagen, ja... Der hat halt schon was gesoffen, da kann man schon Pfeile ein bisschen anders interpretieren. Und, ja. Vor allen Dingen fahre ich mit meiner Ex-Frau. Ich fahre gerade mit meiner Ex-Frau. Und die ist ja auch nicht so gut auf mich zu sprechen. Wenn ich das mal so sagen darf. Also. Darf ich da nicht so laut sein? Na. Ja. Da darf ich nicht so laut sein. Also da muss ich schon darauf achten, wo ich hinfahre. Ja, da muss ich schon darauf achten, wo ich hinfahre. Autsch. Deine Mutter, ey. Deine verkackte Mutter. So. Aber jetzt streng mich gerade an jetzt. Ich streng mich jetzt an. Autsch. Auch wenn's scheiße aussieht, aber ich streng mich an. So. Ich streng mich an mit den... Ja.
Ja, gewonnen! Ja, der Hyundai. Meine Ex. Also meine zweite Ex. Ja, die ist schon nicht, die ist schon gut. Meine zweite Ex. Aber 100 Ruhpunkte auch nicht. 100 Ruhpunkte ist ja auch nicht so das Wahre. Aber bin froh, dass der schon gemacht hat. Na? Du alte Ex. Kann ich Hube drücken? Nee, kann ich nicht. Dann würde ich erstmal sagen, was müssen wir noch mal? Ich würde mal Tee drücken. Tee! Was müssen wir noch bei Tee machen? Normal Events gewonnen. 9 von 30. 2 von 3. Boah. DVD-Cover 1 von 3. Boah, ist so gut. Naja, es ist, ja. Was wir machen müssen. Also, ich will erstmal wechseln. Weil diese Frau hier, ne? Diese Frau hier, ne? Die, ich meine, die hat zwar 4 Auspuffrohre, damit ich meinen Penis reinstecken kann, aber. Ja, die ist so ein bisschen eifersüchtig. Deswegen würde ich sagen. Nehmen wir meine Süße, den Peugeot und ja. Fahren wir weiter. Und ach Mensch. Wir müssen noch weitermachen. Gleich. Ja. Ich weiß auch, wo wir hinfahren. Wir müssen gerade zum URL rennen. Wir fahren gleich zum URL rennen und dann machen wir das gleich mal. Das URL rennen und dann wird schon geil, wenn wir das machen, das URL-Rennen. Hast du schon gehört, dass irgendwo ein Beacon Hill ein Rennen starten soll? Sind wohl ein paar Anfänger mit mehr Kohle als Hirn. Ist bestimmt leicht verdientes Geld. Kannst du dir das mal ansehen und mir Bescheid sagen? Danke. Nein, kann ich nicht. Kann ich leider nicht. So, und oh, ich komme gerade auf. Wo? Oh, ich komme gerade auf den Endscreen. Ich komme gerade auf den Endscreen-Knopf statt auf den Annehmen-Knopf. Entschuldigung dafür. Was die Rachel Teller, ne? Was die immer für eine Fresse zieht, wenn es heißt hier Ladebildschirm und so. Was die für eine Fresse ziehen kann, das ist unfassbar. Das ist so ekelhaft einfach. Die mit 3 Titten, weißt du, das ist so, oh. Weißt du, ja zwar 3 geile Titten, aber 2 richtig, na gut, die hat eine hässliche Fresse, aber die andere geht noch, aber, Alter. Da wurde bestimmt in der Schwangerschaft, genau. Da wurde bestimmt in der Schwangerschaft geraucht, explizit Drogen genommen und gesoffen bis zum Abwinken. So sieht die aus manchmal. Das ist unfassbar. Das ist der Beweis dafür, dass man in der Schwangerschaft weder rauchen noch Drogen nehmen, sondern noch saufen sollte. Das ist ja auch. Na gut, in dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren und sonst wie sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.